schon gesagt, als ich 30 wurde. Ich habe schon gesagt, 30 das beste Alter, 40 das beste Alter, jetzt bin ich 50. Es sind immer Menschen, die viel älter sind als du, die das sagen. Ich denke, wenn ich 60 werde, wird es die nicht mehr geben, die sind dann ausgestorben, die das haben. Aber ich sage Ihnen heute, weil wir heute schon ein wenig einen größeren Teil da haben, die 60 sind und ein bisschen älter. 70 ist das beste Alter, glaubt man das? 70 ist das beste Alter. Sie wissen, was Sie machen mit Ihrer Rente. Sie kommen mit dem Geld einigermaßen aus. Sie haben gelernt, damit umzugehen, auch mit einer kleinen Rente, sich das Leben einigermaßen schön zu machen. 70 ist das beste Alter. Sie fahren nicht mehr in der Weltgeschichte umeinander, sondern Sie fahren in die Fränkische Schweiz. Sie fahren nach Gsöndorf und sagen, da ist es auch schön. Das ist doch was. Da hat man was vom Leben. 80, noch besser. 80-Jährige, das beste Alter. Sie müssen nicht mehr selber kochen. Das Essen wird geliefert. Das ist doch schön. Jetzt kommen die Verwandten zu Ihnen nach Hause, die schauen sich um nach Ihnen, ja? Die bekannten Verwandten schauen, ob es Ihnen gut geht, schauen, ob auf Ihrem Sparbuch noch was drauf ist. Die kommen und wollen Sie leben sehen. Mit 90 das allerbeste Alter. 90 ist zwickt und so weiter, man kann vielleicht nicht mehr ganz so gut laufen, man läuft ein bisschen aus, ganz egal. Ja? Man muss sich das Leben schön machen und vor allem sehen Sie die blödesten Gesichter Ihres Lebens, wenn Sie Ihr Sparbuch endlich Ihrer Verwandtschaft zeigen und die sehen, dass da nichts mehr drauf ist. Was glauben Sie, wie blöd ich schaue? Sie haben alles selber versoffen, selbst verfressen, selbst verlebt. Leben Sie Ihr Leben, denn es ins Buff, machen Sie es drauf. Jawohl, Sie müssen nichts vererben. Sie haben das, unser Deutschland aufgebaut, dass wir es halt so gut haben. Deswegen, das ist wirklich so, deswegen müssen Sie Ihr Leben leben. Sparen Sie doch nicht für die Enkel. Die sollen selber schauen, dass sie was herkriegen. Ja, die verkaufen dann und so weiter ihr goldes Besteck und ihr Uhr und so weiter. Das langt doch dann, was man da hat. Seitdem ich diesen Spruch habe, ne, dass die Leute sich ein wenig leben sollen, bekomme ich von solchen Etablissements, ja, Geschenkkörbe geschickt. Die sagen, heißt man, es ist toll, es kommen wieder Leute zu uns, alles Ältere, die wollen so mit dem Mahler ins Bett, aber die dann einen Kaffee trinken mit denen, die nehmen sich Zeit und so. Das ist also man kann es halt Geld schürfen, jux nicht rausgehen, das ist doch wunderschön. Und deswegen ist jedes Alter das Schönste, was es gibt. Man muss immer das Beste draus machen und man darf seinen Humor nicht verlieren. Viele Menschen haben eine Krankheit, ich weiß das ist nicht einfach, aber diejenigen, die mit einer Krankheit und trotzdem mit dem Humor leben, kommen mit der Krankheit besser zurecht und werden auch schneller wieder gesund. Deswegen immer mit einem Lächeln durch die Welt gehen, lächeln, lachen, Menschen anlachen. Ne? Aber wenn es das letzte Mal zu gut ist, ja, so wie gestern Abend, die Sonne hat nicht geschienen, haben wir das Scheiße, das Geschäft und so weiter. Plötzlich geht die Sonne wieder auf und es wird wieder besser. Lächeln mit dem Leben gehen, dann ist das wunderbar. Und deswegen ist 50 aber auch nicht schlimm. Ich habe andere Leute, die sind 50 geworden, die machen dann plötzlich Sport, weil sie sich ja fit halten wollen. Die machen den ersten Marathon hier in Fürth. Laufen durch ganz Fettdurch, sind fix und foxy danach und so weiter, machen Haartransplantationen, kommen die Haare von hier, müssen wir vorstellen, die tun ihre Haare von hier nach da. Müssen wir aufpassen, alle, die plötzlich wieder Haare haben, die Männer, die kräuseln sich so. Wirklich, schaut super aus, riecht aber komisch. Das ist ganz blöd, ja. Da kaufen Sie sich ein neues Auto, fahren mit einem Cabrio, dann in der Gustavstraße spät nachts an der Kaffeebohne vorbei, wo die jungen Dinger, also bis 22 Uhr, länger geht's ja nicht, also fahren Sie da vorbei, umso älter die Männer werden, umso mehr tun Sie Ihr Jagdgebiet erweitern. Obwohl die Munition immer knapper wird, jawohl. Die Mutter nickt, jawohl. Und der Vater schüttelt den Kopf, ja. So ist es. Sie kennen ja den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Jäger, oder? Ja, die Kinder hören einmal weg. Der erfolgreiche Jäger hat den Hasen im Rucksack, die Flinte über der Schulter und neben ihm steht der Hund. Und der erfolglose Jäger, ja, der hat den Hasen im Bett, die Hand an der Büchse, aber der Hund steht nicht. Das sind die kleinen Unterschiede, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir schauen, dass wir es uns so schön wie möglich machen und dass wir da irgendwie durchkommen. Und ich muss sagen, der Zug ist pünktlich in Wien angekommen. Wien ist aber eine tolle Stadt. Also wenn du so aus Fürth kommst, aus dem überschaubaren Fürth, kommst du nach Wien, da haben sogar Sonntagsläden offen. In Fürth macht man das nicht so, das will keiner. Weil man kann ja nicht verlangen, dass Leute arbeiten am Wochenende. Was machen wir gerade? Wir Freizeit? Nein, nicht mehr arbeiten. Nein, Fürth ist schon schön. Wenn du Schuh brauchst, gehst du zum Öhrlein. Ne? Der hält dir nur die Tür auf, weil du kannst ja selber nicht mehr aufmachen, weil du 5 Paar Kraft hast. Auch? Ja, das ist beim, also wenn du zum Öhrlein Schuhe kaufen gehst, das ist wie Weihnachten. Denn die Verkäuferin verschwindet irgendwo im Hintergrund und dann kommt die mit vielen Kartons wieder raus.
Ein schöner Schuh. Und das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte ja in Wien zurückkommen und einen schönen Platz gehabt, aber bis du mal durchkommst, du weißt schon, da drängen sie wieder die Rucksackträger. Also die depperten Rucksackträger, die vergessen ja, dass sie einen Rucksack haben. Und dann suchen sie einen Platz hinzu. Bum, bum, bum. Jeder legt den Drecksrucksack ab. Ja? Dann fressen sie ihr Salami an, dann kommt bum, bum. Vorne fressen sie die Salami, dann mögen sie es nicht mehr, dann reichen sie es hinter zur Frau und sagen, steckst du mir mal die Salami hinten rein? Da soll man dann die Kinder die Augen zuhalten. Aber wenn die das wirklich. Oh. Hm? Wow, ne? Ja. Und Salami, wäre jetzt auch nicht schlecht, aber die. Also für Kalorien, weil es ist. Also ich habe jetzt viel Einstecken in dem Sakko. Und ich habe in Wien, vorgestern in Wien, da eine Wepse hergestochen. Genau hierher. Und die Schwellung geht nicht mehr zurück. Ich habe Fenistil drauf, ich habe Quarkwickel gemacht. Ich habe Krautwürde gegessen. Die Schwellung geht nicht zurück. Das ist. Aber ich überlege, vielleicht liegt es ja an was anderem. Vielleicht sollte ich mal Ernährung umstellen. Aber ich kann links nicht essen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Du weißt ja schon gar nicht, was du machen sollst. Jetzt gibt es da die Fruktuane. Die essen nur Sachen, die runtergefallen sind. Aber jetzt mal die Scheiferler vom Tisch kicken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch den Flug die Kalorien rausgehen auf den Scheiferler. Das ist auch blödig. Oder vegetarisch. Machen ja auch viel vegetarisch. Sehe ich mir die ersten Gesichter. Vegetarisch. So schlecht ist vegetarisches Essen gar nicht. Sieh, wenn man da wegen Hackfleisch dazu tut und mit Sahne aufgießt und das Ganze im Ofen mit Käse überbacken tut, schmeckt das super. Dann kommen wir auch, da sind die Fans vom vegetarischen Essen. Ne? Aber es gibt ja noch schlimmer. Veganer. Das ist jetzt der neueste Trend. Veganer. Das ist, Veganer, ich habe Weihnachten Gäste gehabt, ne? Da war Veganer dabei, was willst du denn dem anbieten? Und bis ich mich umgedreht habe, hat er meinen Weihnachtsbaum zusammengefressen. Jetzt konnte man keine Bescherung mehr machen, weil der Baum weg war. Und bloß so die Kugeln am Boden gelegen. Also überall vegan, 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 man kann jeder essen, was er will. Ne? Mir erwurscht, aber mir muss man es nicht aufdringen. Vegan, die haben sogar eine eigene Gottheit in Kräuterbutter. Und da frage ich mich ja, was machen Veganer beim Sex? Also nicht was sie machen, sondern also, was, die Tiernamen können die sich ja nicht geben. So, ha, gib mir Tiernamen, WC-Ente. Aber was machen jetzt der Veganer? Was sagen die dann? Ha, du geiler Brokkoli, mach mir den Rettich. Ja, du Radieschen. Und bis die fertig sind, hast du ein Gemüse eintopft. Und die Nürnberg hat Veganer haben schwer, die müssen Umwege gehen, weil die dürfen ja nicht mehr über die Fleischbrücken drüber. Wir müssen dann außen rum. Aber also ich glaube, so lange halten die gar nicht mehr durch, die Veganer, die verdurschen alle, die Veganer. Ja, weil das Wasser kommt ja aus dem Hahn. Okay, das war für manche wieder zu. Aber wie gesagt, ich kann jeder essen, was er will, wenn er nicht in Ruhe ist. Ne? Oh, wenn einer mit vegan soll er. Ein Scheiferler ist auch vegan. Also, wenn man fest dran glaubt, ist ein Scheiferler vegan. Habe ich nachgelesen. Ich habe ja dieses. Der Film, was ist denn du? Du hast ja ein Foto dabei. Was bist denn du für ein altmodischer Mensch? Einen echten Foto hat er dabei. Der muss da wie die im Handy so filmen. Lachen. Verwackelt. Ne? Was findet er da? Nee, ich filme. Aber du filmst denn nicht. Merken muss das. Ja, du bist so schön grün. Ich bin so schön grün, noch freilich, du rosa Stückler, du. Ich ziehst du da schon langsam rot, ne? Ja, und morgen hat es einen Sonnenbrand. Aber nur, wenn die Hälfte des Handys so, ne? Das heißt, das Handy, der Abdruck ist weiß im Gesicht und der Rest ist rot drüber. Ne? Alle Menschen mit dem Handy. Wenn sie mal die Selfies machen, das geht mir auf den Sack, ne? Dass man, ah, das Selfie von mir macht. Ah, das ist nicht schön. Noch eins. Das ist auch nicht schön. Noch ein. Horch, wenn du 40 Versuche brauchst, dass du ein schönes Bild von dir kriegst, vergiss es, dann bist einfach hässlich. Wir müssen da jetzt eine Aufnahme und da kommt jetzt dann eine Show. Sie werden dort geholt, hören Sie es? Das ist ein Taxi gestellt, ja? Pizza Salami bringen wir mit. Ja, die rufen vorne mal um die Zeit, Pizza und. Ich soll ja mal unter Führung Schwabacher Straße hinstellen. Sind Sie von der Corolla Grün? Corolla Grün. Die kommen jetzt da nicht draufgehen, dann müssen wir aufbauen. Nein, es ist Heißmann und Rassau. Schauen Sie ins Programm rein. Heid? Heid. Nein, warte mal, die Heid. Wie?
Heißmann und Rassau. Heißmann und Rassau, ja. Das sind die von der Dings. Ja. Von der Komödie. Ja. Die, wo immer die zwei Frauen. Nee, nicht immer, aber manchmal. Die kenne ich, die. Waltraud und Marietje. Genau, der eine mit dem Zebra. Mit dem Zebra, der andere mit dem Waltraud und Marietje. Die, wo immer die Polizisten erspielen und die wo so Sketch. Die Leute. Ich mag die nicht. Die gefallen mir überhaupt nicht. Die müssen sie ja nicht mögen. Andere mögen sie, haben sie sogar die Beine. Sondern nein, bloß, dass sie singen. Ja, aber ich sehe sie kult. Ich bin ja schon fort. Wenn sie schon fort werden, sie nicht darstellen. Ja, aber sie sind einer von denen. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja. Und wir treten jetzt auf und heute Abend kommt dann die Cordula. Apropos grün, ich meine Grüne, dass es Grüne wieder gibt, finde ich toll. Ne? Aber welcher Vollpfosten hat sich denn ein Grünerl einfallen lassen, wo bloß ein Viertel in der Bier reinpasst? Wenn ich es aufgemacht habe, habe ich ja schon wieder Durst fürs Nächste. Das ist ja gar nicht, das ist ja, schauen Sie mal her, da ist ja, zack, verdunstet. Gibt es Leute, die nicht so viel trinken wollen? Oder nicht so viel trinken dürfen? Auf jeden Fall müssen Sie jetzt von der Bühne. Sie gingen weg von den Leuten, die zwei rufen. Nein, ich rufe an, Ich wollte Sie jetzt anrufen. Den Chef, den... Das ist Thomas, gleich Thomas Jung. Der Thomas. Hockt irgendwo auf dem Fahrrad und wenn Sie anrufen, vielleicht er um. Thomas Jung, jetzt ruf mal an. Was wird denn jetzt das? Das ist ja zum Anzünden des Handys. Nein. Reichholz. Das ist... Das ist ja Wischfunktion. Warum war ich da am Klo denn mit? Warten Sie mal. Was machen Sie jetzt für Gesicht? Es ist mit Gesichtserkennung. Haben Sie Ihr Gesicht nicht verziehen? Es ist Handy von meiner Frau. Jetzt er jetzt. Charlotte! Wer ist die Charlotte? Oberbürgermeister anrufen. Wer ist denn die Charlotte? Das ist die Frau, die da spricht. Na, Siri. Na, die war fort, die Siri, die ist ausgewandert. Ich hab die Charlotte. Aber meine Charlotte. Thomas! Herr Oberbürgermeister, hörge mal du, Doktor. Ich bin's. Der hat die Freiheit, Bühne. Ja. Genau. Da ist jetzt einer von Heißmann Rassau. Ich kenn's, weiß nicht welche. Weiß ich nicht welche. Der Lustige ist nicht. Schön, dass Sie jetzt nicht klatschen. Vielen Dank. Nicht klatschen, haben wir gesagt. Da freue ich mich am allermeisten drauf auf den Spruch. Ja, hör mal, ja, die sind heute, 14.07., das sagt er. Mhm. Ha, tatsächlich. Alles, ja, servus. Was? Oh, ja. Jetzt ist er gegen den Pfosten gefahren mit seinem Fahrrad. Der steht wieder auf. Ja, freilich. Tatsächlich, die sind tatsächlich am 14.07. auf der Bühne, auf der Freiheit. Aber 2020 sind die schau, dass das weitergeht. Bleib's da, es ist heute und nächstes Jahr sind wir wieder da. Also, wir sind ja jedes Jahr da. Sind da wetten mit dir, dass ich alles weiß? Wetten? Ja, das macht ja keinen Spaß. 100 Euro wette ich mit dir, dass ich alles weiß. 100 Euro? Kann ich mir nicht leisten, das ist mein Rentenwechsel. Ja, man muss ja nur einen Zehner setzen. 100 zu 10? Ja. Wenn du was nicht weißt, soll es ein 100, wenn ich was nicht weiß, ein 10. Genau. Das geht immer drauf. Ja, du machst nicht. 10 Euro ist mir wurscht. Du darfst sogar anfangen, die Fragen. Nein. Ja. Ich darf eine Frage stellen. Ja. Also, ich stelle eine Frage. Welcher berühmte Vötter ist im 19. Jahrhundert geboren, hatte eine aufsehenerregende Erfindung gemacht, die weltweit zur Mobilisierung beigetragen hat, der ein Denkmal in Fürth hat, das abends bläulich angestrahlt wird und mitternachts auf gelb umschwenkt. Eine Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert. Wo hat denn da ein Denkmal, was mit einer Farbe angestrahlt? Denkmal angestrahlt, als Fritz in Fürth. Mitten in Fürth? Mitten in Fürth, aus der Dreihandel. Ja, aber das ist ja aus dem 19. Jahrhundert. Oder der untere Mobilisierung weltweit. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht! Ja, du, die Wasserwolle, was nicht, die alte Britschen! Das kann doch nicht sein! 100 Euro, ja. Also, man kann doch einmal was nicht wissen. Ja, das weißt du nicht. Nicht. Dann warte mal da, wo wir dann einstecken. So, danke dir. 100 Euro! Ja, und wer ist es? Hä? Wer ist es? Ich weiß auch nicht, dass das Fremde bin blöd. Ja, blöd. Aber wenn du ein Freund hast, wir waren früher immer Skifahren, in die 70er Jahre.
Und wir 8 Mädels, da waren wir immer 5 von. Hier. Die Marlene, der Freund Ilse, ja. Die Theresa. Die Männer haben wir da gelassen, da nichts. Wir wollen keine Männer, wir sind emanzipiert. Und da waren wir eine Woche im Albach, da ist Skifahren. Also Skifahren, das war toll. Da sind wir, habe ich den Toni kennengelernt, das war schon ein paar Skilehrer. Das war ein Bild von Mann. Rambazamba, du. Naja, das war der einzige Mann, das kann ich dir sagen, mit dem ich einmal hinten ausgegangen bin. Was? Ja, das ist ein Flitchen. Ja, das sitzt im Lauch hinein, kann ich doch sagen, der ist doch tot. Nein, aber das war wirklich beim Skifahren mittags, hat er die Mädels zum Essen geschickt, haben die sich ihre Specknödel reingehauen. Und zu mir hat er gesagt, Marietchen, dir zeige ich einmal den Heustadel. Hat der mich durch den Stadel geschossen, ich sag's dir, ne? Und hat uns alles gezeigt und so, und dann war ich da ganz allein mit ihm und Rambazamba. Jeden Mittag haben wir das jeden gemacht. Jeden Mittag? Der beste so Liebhaber meines Lebens. Am nächsten Tag habe ich gesagt, Toni, heute musst du mal deinen Namen aufschreiben, dass ich einen Brief schreiben kann, Brieffreundschaft. Wenn der Mensch schon wieder nach Hause fährt, sagt er, nein, ich sag dir meinen Namen nicht, sonst lachst du mich aus. Sondern bitte sag mal halt deinen Namen. Ne? Wenn du mir den Namen nicht sagst, verweigere ich mich, gibt es heute keine Liebe. Und damals waren nur Viecher. Hat er gesagt, gut, ich sag dir, aber weh, du lachst, ich lach nicht. Sagt er, mein Name ist Toni Neuschnee. Hab ich gelacht! Ne? Das lachst du ja doch so, ich doch nicht wegen deinem Namen, nur wegen meinem Mann. Weil bei der Abreise hat er gesagt, ich wünsche dir jeden Tag 30 cm Neuschnee. Wäre es ein Wochen länger geblieben, da waren 50 cm. Aber so schön war der gar nicht. Der Toni, das war ein Deckname, der hat gar nicht Toni Kassen. Hansi hat er Kassen und dann später hat er gesungen. Ja, der Hansi behind looking. So, machen wir uns mit den Leitern auch wieder umschauen. Lassen Sie mal bitte. Lassen Sie mal. Für die internationalen Medien kommen Sie jetzt. Sieh da mit dem gelben Hut von Lachen, tun wir bitte. Das lacht der nicht, der Duldi. Ja, super. Also, jetzt ziehen wir uns doch einmal um. Ne? Vielleicht finden wir den Mann mit der grünen Krawatte. Und der ist schon am Gang. Ja, unser Sketch, meine lieben Freunde. Schön ist das Ding ja noch voll, das ist geil. Es gibt ja, also ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, heutzutage gibt es so ganz viele Namen, die schönsten und unterschiedlichsten Namen für die Kinder, aber es gibt immer noch das Standesamt. Das Standesamt passt auf, dass die Namen nicht zu blöd werden. Ne? Wenn das dein Kind nennst, Fott, zum Beispiel. Oder noch schlimmer, Nürnberg. Darum haben wir das Standesamt, und da schauen wir jetzt mal hin aufs Standesamt, meine Damen und Herren. Ich gehe ein wenig Wind rein, das haben wir hier aufgebaut. Ich bin nicht der Herr Meier vom Standesamt Fürth, nein. Der Carlson vom Dach. Wenn der Wind kommt, heben wir ab. Ich kann nicht fliegen lassen. Ja, ich weiß. Aber es möchte ich nicht erinnern. Grüß Gott. Ja, gut, sag bitte schön. Bin ich schon dran? Das ist ja schon da. Ich habe eine Nummer gezogen. Sie müssen bei unserem Standesamt keine Nummer mehr ziehen. Doch, habe ich gezogen. XL. Haben Sie von meinem Kollegen aus dem T-Shirt das Etikett rausgerissen? Drum hat sich das bewegt. Dann war es nicht mein Kollege. Ha. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, dann fangen wir gleich an. Wir wissen ja, für was wir da sind. Also, legen Sie mal los. Genau, und zwar haben wir überlegt, Sherlock Holmes. Na, das geht überhaupt nicht. Sherlock Holmes, das ist ja eine literarische Bezeichnung. Ja. Das kann man nicht nehmen, nein. Das ist nein, so nein. Ein schöner Name. Nein, und Holmes. Holmes ist ein klassischer Nachname. Nein. Wenn man Sherlock-Holmes schreibt, dann gehört der Holmes nicht zum Vornamen. Sie können einfach einen Bindestrich reinnehmen und dann behaupten, das wäre ein Vorname. So geht es ja auch einmal. Doch, wenn der Herr Heinz ja. Zum Beispiel mit Karl mit Vornamen heißt, dann ist es der Herr Karl Heinz. Wenn aber jetzt der Heinz, Karl-Heinz mit Vornamen heißt, dann ist es ja der Karl-Heinz-Heinz. Und wenn es der Karl-Heinz-Heinz in Heinz-Karl-Karl trifft, ja, kann er der Karl-Heinz-Heinz mit Heinz-Karl-Karl keine Verwandte, weil der Karl-Heinz-Heinz mit Heinz-Karl-Karl-Karl-Heinz-Heinz nichts zu tun hat. Deswegen muss ja der Karl-Heinz-Heinz mit Heinz-Karl-Karl sich ja schon mal so treffen, damit auch der Karl-Heinz-Heinz mit Heinz-Karl-Karl sagen kann, vielleicht legen wir zusammen, sonst sind wir der Heinz-Heinz-Karl-Karl-Karl-Heinz-Heinz. Ja.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Könnten Sie das einmal wiederholen? Nein, das ist krass. Oder grün mich dann auf den. Hermann. Nein, trotzdem, den Holmes ist doch ein Nachname. Nein, kennst du. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Hm? Das hat doch der Holmes gesungen. Der Holm. Michael Holm. Heißt Michael Holm. Holmes könnten Sie nur sagen, wenn es heißt, dem Michael Holmes seine Lieder. Das ist der Imperativ Plusquamperfekt in der dritten Vergangenheit. Imperativ. Die Plusquamperfekt in der dritten Vergangenheit. Der Plusquamperfekt ist doch ein. Der Plusquamperfekt ist doch ein Sonntag im Kirchenjahr, oder? Der kommt doch nach Quasimodo Genidi, oder? Ich rede hier von. Brauchst du klatschen? Ich rede von Grammatik. Und nichts anderes. Grammatik. Wie man auch sagt. Geh nicht tief ins Wasser, weil es da tief ist. Aha. Sind ja ein paar ausgestiegen hier schon, ne? Ja, aber so geht es nicht. Das macht mich immer, da muss ich mal Diät machen. Oder? Na, was müssen Sie Diät machen? Aber zu viel Grammatik. Hä? Grammatik, Grammatik, dick, dick. Nein, Grammatik, da geht es ja nur um die Sprache. Um die Sprache. Da müssen wir uns kümmern und da müssen Sie ja über den Namen. Muss man schön ja, aber ich finde trotzdem wirklich Nein, das ist klar. Es gibt ja so schöne, wunderbare klassische Namen. Natascha zum Beispiel. Oder Regina, die Königin. Oder Laszlo. Ne? Laszlo. Laszlo, der ungarische Beidel. Laszlo ist ja komisch, oder? Na ja, wenn man mal so genannt wird, ne? Dann muss er auch schauen, der Kollege hat letzte Woche geheiratet, der hat den Namen seiner Frau angenommen. Wie heißt er jetzt? Michaela. Mit Vornamen? Die heißen jetzt Michaela und Michaela Grünspan. Das ist ja komisch, oder? Ja, aber wir werden uns da. Ja, vor allem, wir haben jetzt beide Steuerklasse 5. Das ist der Blöd. Ja, man muss echt aufpassen. Da schaut sich die Stars oder sogenannte Stars, ne? Sogenannte Stars, die meinen ja, sie können ihre Kinder so nennen, wo sie es gezeugt haben. Ha. Da kommen wir dahin, wenn man die Kinder nennt, wo man es gezeugt hat. Paris. Diego und so ein Zeug. Das ist ja komisch. Ja. Ja, da müsste ja jedes dritte Kind Eckneibenklo heißen. Ja? Oder Adenaueranlage. Oder hinterm Sofa. Bitte? Hinterm Sofa? Ja, viel Kinder werden ja am Sofa produziert und dann am Schluss ist es so heftig, da rutscht man ab und dann letztes Sprutz ist dann hinterm Sofa. Bitte. Oder eine Waschmaschine. Waschmaschine, also bitte. Ja, bei 39 Grad Hitze wie letzte Woche, da kannst du keinen, also das kannst du nicht machen normalerweise. Dann legst du es auf die Waschmaschine, Schleudergang, das geht von alleine. Bitte. Das ist doch schön. Waschmaschine, putz mal dein Zimmer zusammen. Sie haben ganz komische Fantasien. Und Praktiken. Ich habe keine Praktiken. Ich habe sogar erzählt, Waschmaschine. Schon wieder was für die Diät. Praktiken. Schon wieder dicken. Das ist verwechselt aber alles. Auf jeden Fall. Sherlock Holmes! Nein, das lassen wir nicht zu. Doch. Nein! Doch. Wenn ich sage nein, heißt das nein. Will aber jetzt. Ruf ihn schon 3 Jahre so. Was? Sie nennen Ihr Kind schon seit 3 Jahren Sherlock Holmes? Wir reden vor dem Kind, das ist mein Hund, ich will eine Steuermarke holen. Wir haben einen Schlauch, oder gar nicht. Jetzt schon verpackiert, ja. Länger können wir den Mann. Christmas Man, Casting Agentia, Apple, Nuts and. Snickers. Da sind Mandeln drin, ja. Ja, und ha. Haben wir noch Casting-Teilnehmer oder sind die alle schon verbraucht von schnadenlos Grand Prix? Hm? Nein, 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 da kommt schon. Gut, da kommt schon vorhin. Nicht erschrecken, es kommt da nicht. Hallo! Ein sprechender Topflappensack. Bin ich der richtige Weihnachtsmann-Casting? Jo, jo, jo! Jo, jo, jo! Das ist ja toll. Ist es ein Ganzjahresjob? Nein, wir brauchen den Weihnachtsmann das ganze Jahr. Wir brauchen 4 Wochen im Dezember, dann ist Schluss, Feierabend, Kange und noch ein wenig in der Kaffeebohne ein Pfeffi reinziehen. Nur 4 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Ja, 4 Wochen ist besser wie nix. Eben. Genau. Dann kommen wir gleich mal zu der ersten Challenge. Dann zeigen Sie mal, was drauf haben. Also zeige ich mal, ja. Komm doch mal rein. Nein, ja. Sie brauchen nicht nochmal reinkommen, Sie können ja. Das direkt hier. Sag mal, das hier ist die Tür. Das 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 ist die Tür. Ah, das ist Eisen. Genau auf die Knäppelle. Hätten Sie Kopf nochmal mehr wenig etwas. Mit so einer Treppe. Ja. Ho,
ho, ho! Ja, was soll das bitte? Sie gesehen, wie böse ich geschaut habe? Sie haben nicht böse geschaut. Böse geschaut. Ich habe ganz schön böse geschaut. Die Kinder lachen sie schlapp, wenn sie reinschauen. Wie so. Ja, die lacht schon, ne? Die lacht doch. Die so. Ich habe bei böse geschaut, habe ich bei böse. Hier voller Strumpf haben sie geschaut. Voller Strumpf? Ja. Wie schauen da voller Strumpf? Schauen Sie Spiegel, nein. Ah. Wie heißen Sie? Ich? Brettschneider. Hab ich nicht gewusst. Ja. Ich komm nochmal rein. Nein, bleib doch gleich da stehen. Sag mal, hier ist die Tür. Das ist die Tür. Hier ist die Tür. Ja, die Tür. Pock, pock, pock. Das tut nicht so weh, ne? Ho, ho, ho. Na? Alle mal schön brav, der kleine Herr Brettschneider. Oh, Sie können doch zu den Kindern nicht sagen, Herr Brettschneider. Weiß ich denn, wie das Kind heißt? Ja, so wie es die Eltern genannt haben. Freddy! Wenn Eltern heutzutage ein Kind kriegen und einen Namen brauchen, dann schlagen die als erstes den IKEA-Katalog auf und da suchen sie sich einen Namen raus. So Cat Bular, Skoll, Smördet, Henry Ed, Lidi Kerris, Isim Olle, Wörsch, Bücher, Söderke, Lise Fette Kerris, Eid Esche, Üsmö, Wessi, Söder, Dieter, Ta, Hobbina, Jota, Ta, Ta. Oder Hotdog. Hotdog gibt's auch mit IKEA. Für Zwillinge. Hotdog. Es ist ja noch regional unterschiedlich. Es gibt ja Gegenden, da heißen die Kinder vorzugsweise Jessica, Vanessa, Chantelle, Chanteline. Ich komm da mal rein. Vielleicht können Sie mir helfen beim Klopfen. Ja? All together, die gesamte Freiheit, all together, all together, all together. Hey, du da Troma, all together, all together. All together. Hey, der Punkt, der genau Punkt, der unter Punkt. Ihm, müsst ihr mal schauen, genau unter ihm steht I am Power. Wie steht er da? Also, warte, geht er. Ho! Ist ausbaufähig, nicht ausbaufähig. Ho, ho, ho! Na, war er mal schön brav, der kleine Jacqueline? Gedicht. Sie müssen ein Gedicht aufsagen. Gedicht? Ja. Ich? Ja. Hab ich nicht gewusst? Ja. Komm nochmal rein. Und bei mir. Warte, geht er. Warte, geht er. Warte, geht er. Warte, geht er. Ich bin eine Animatrice. Ho, ho, ho! Na, wenn der kleine Jacqueline ein Gedichtlein hört, ja, dann sperr einmal die Nase zu. Augen auf, Ohren auf, Ohren auf. Gedicht. Der Gast verfolgte bis auf Schiffsdeck die Fliege, die im Schiss aufs Biff steckt. Doch hörte man, wie er erbost rief, ich fress kein angeschissenes Roastbeef. Räumst du mit so einem Ordinär, da wird gedacht, das ist Ordinär. Das Gedicht? Nein, da müssen Sie Weihnachtsklassiker bringen, dieses. Von raus, vom Walde, komm ich her. Wer? Der Bär. Der Bär? Der Bär mit der langen Schere. Ach, der? Der Scherbär. Der Scherbär. Oder Sie bringen diesen kirchlichen Klassiker, dieses. Es begab sich zur Zeit, dass Kaiser Augustus aufrief. Es möge jeder dorthin gehen, wo er geboren sei, damit er gezählt werden könne. Aber warum? Das weiß ich auch nie. Wahrscheinlich wollte ich hier wissen, wie viel Menschen ding, 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 um ihn herum sind. Ach so. Das hast du nicht, das ist schon. Das ist schon. Ist schon länger her? Ja, das ist ewig her. Das war halt eine Art Volkszählung. Eine Volkszählung? Eine Volkszählung. Mit X? Nein, mit G. Mit G? Mit G. Mit Günther G oder mit Kaufmann G? Mit Gurken G. Gurken G? Gurke hat ein G. Der Gurke kann gehen. Ach, G. Komm nochmal rein. Jetzt kommen Sie halt jetzt so anglascht rein. Denken Sie mal dann, rechts haben Sie den Sack und links die Rute. Ich komm da mal rein.
Ich habe beides rechts. Es ist schon in Ordnung, wenn es dann links die Nüsse haben. Ist das ein Krampf oder was? Ich bin am Jonglieren. Komm noch mal rein. Nein! Ho, ho, ho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was soll denn jetzt das? Die Volkszählung. Wie kann man nur so blöd sein? Blöd. Reden doch und an der Depp hier rein und bildet sich einer, könnte Weihnachtsmann machen. Und trampelt nur auf meine Nerven rum. Nur auf meine Nerven. Das mache ich nicht mehr mit. Kündige ich fristlos und schmeiße meinen Job hin. So ist es doch an, der Depp und die Doldies kümmern. Ich mache das jedenfalls nicht mehr. Und Sie werden nie ein Weihnachtsmann. Sie können höchstens bei den Heiligen Drei Könige das Kamel machen. So einfach gucken wir zur ganzen Jahreszeit.